musst du auch mehr mit dem Rumpf arbeiten. Da bist du, je höher natürlich die Hände sind, desto instabiler, weil es ist ja auch Masse. Ja. Ja. Okay. Koordination, Vorfuß, Rückfuß, im richtigen Moment halt das Gewicht verlagern und den Rumpf musst du mitnehmen drin. Ah. Der muss eigentlich dann hinten, so genau, der muss auch mit hinter, sodass du liegst. Ja? Ah. Merkst du auch schon, da zitterst du auch ein bisschen, wenn du in die Grenzbereiche reinkommst, genau. Ja, das ist halt ein Training für den Rumpf. Ah. Ja, den Oberkörper mitnehmen. Am besten du stehst immer gerade und in dem Ring drin. Genau, genau. Und jetzt wieder mitgehen. Und Rücken, 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 Rücken. Jawohl, super. Vorwärts. Und wieder mitgehen. Bei der nächsten Bewegung halte ich dich mal mit fest. Ja, geh mal ruhig ein bisschen weiter. So, dass du in die Waagerechte kommst. Jawohl. So, und jetzt dort halten. Halten, halten, halten. Halten. Und wieder zurück. Und jetzt rückwärts. Und wieder zurück. Ja, kannst halt schön. Es muss der Rhythmus stimmen, ah, sonst kommst du nicht in die, ja, in die Position. So, sehr schön. Also, probier mal in die Waage, in die Senkrechte wieder zu kommen. Das war halt hier super. Okay, gut.